Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben bis jetzt. Mein Bruder verdient vielleicht in einem Tag mehr mit seiner Firma, als ich das ganze Leben lang verdienen würde. Aber wir sind beide gleich glücklich, jeder auf seine Art und Weise. So denke ich. Ich wollte einfach die Freiheit in der Natur genießen. Und das ist naheliegend, so einen Ort zu finden, wo das bietet. Und die Hütte hat mir das geboten. Dann. Da ist kein Strom, das Wasser vor der Hütte. Ich musste mir das Wasser holen am Morgen früh und am Abend einheizen, dass ich genügend warm habe in der Hütte. Und das ist mein Lebensstil. Und ich will nicht in Luxus leben. Das hat mich nie überzeugt, der Luxus. Da ist der Brunnen, da unten. Da habe ich immer so eine lange Stange einbauen, damit im Winter bei Schneeverwehung, dass ich Wasser finden konnte. Ach, Leute, wollen immer auf der Angst leben, alles zu verlieren. Das sind sehr kranke, traurige Leute. Das habe ich noch nie gehabt. Das Leben genügt mir. Also das Geld, was ich habe, das genügt mir vollkommen. Und mehr brauche ich nicht. Und das, was vorher bleibt, bekommen nochmal meine Kinder zum Beispiel. Aber ich lebe nicht in die Zukunft Angst, dass mir das Geld ausgeht. Diesen Weg 2073 Mal habe ich den begangen. Und jedes Mal ist es wieder anders. Schnee, Kälte, Sturm, Wind, Gewitter, Nacht, Tag, Nebel. Und immer wieder bin ich glücklich. Das für mich ist das Wichtigste im Leben. Zufrieden sein mit ganz wenig, mit der Natur. Das ist für mich ein großer Bestandteil vom Leben.